Wir erzählen die Geschichte von Rudolf, dem kleinen Rentier. Es war einmal ein kleines Rentier, das war ganz traurig, weil alle seine Freunde ihn wegen seiner roten Nase auslachten. Gleich sind wir da, Rudolf. Da kannst du dir eine Pause verdienen. Festgebunden. Genau! Ja, Rudolf! Gut gemacht! Oh, der Weihnachtsmann! Hallo! Hallo, lieber Weihnachtsmann! Ich hab gehört, du warst sehr brav! Ja! Lieber dieses Jahr wollen wir noch mal gucken, was ich dabei habe für dich! Eine Schokolade! Ah, oh, lecker! Dankeschön! Und da du so gerne reitest und auch gerne Pferde machst, ein Quiz! Oh, da kann ich bestimmt viel lernen. Genau! Das Danke! Und während der Weihnachtsmann mit seinen Kindern beschäftigt war, passierte draußen Furchtbares. Rudolf wurde gestohlen. Aber sie konnten Rudolf leider nicht finden. Oh, ich spüre, der Weihnachtsmann steckt in Schwierigkeiten. Sein Rentier Rudolf wurde entführt. Nur wo könnte es sein? Komm, wir suchen es mal.
gab doch noch ein fröhliches Happy End. Hallo, ich bin Hanna und ich spiele den Weihnachtsmann und reite auf Prinz Erbse und er spielt Rudolf. Hallo, ich bin Amelie, ich spiele den Engel und ich reite auf Clown. Hallo, ich bin die Froni, ich war der Dieb und ich reite auf Eigen. Ich bin die Sophie und ich habe das Kind gespielt. Und? Ich bin der Geschichtenerzähler und tschüss. Rudolf, das kleine Rentier, jeder hier im Lande kennt. Denn seine rote Nase weit und breit wie Feuer brennt. Alle anderen Tiere lachen, sehen nur seine Nase an. Rudolf, bist du knallrote Nase, weshalb es von allen anderen Reittieren verhöhnt wurde und deshalb einsam und verschwunden.